Am Vormittag versuchten alliierte Kampfflugzeuge, die IS-Banden mit Luftschlägen zurückzudrängen. Und das scheint nach manchen Augenzeugenberichten auch gelungen zu sein. Offenbar sind die Terrormilizen aus einigen Vierteln im Osten der Stadt vertrieben worden. Die Kämpfe gehen aber mit unverminderter Heftigkeit weiter. Denn der Belagerungsring der Terroristen ist noch nicht durchbrochen. Und auf Nachschub, vor allem auf schwere Waffen und auf neue Truppen, warten die eingeschlossenen Verteidiger von Kobani weiterhin vergebens. Die Nachrichten aus Kobani sind also unübersichtlich, zum Teil sogar widersprüchlich. Mein Kollege Dietmar Schumann steht direkt an der Grenze in Sichtweite von Kobani. Wie schätzen Sie vor Ort die Lage ein? Ja, womit nur wenige gerechnet haben, am wenigsten wohl die Präsidenten der USA und der Türkei. Das ist bis zur Stunde eingetreten. Kobani ist noch nicht gefallen, ist noch nicht in die Hände der Terrormilizen der IS gefallen. Wir schätzen etwa noch 4.000 bis 5.000 kurdische, syrisch-kurdische Kämpfer in der Stadt. Wir haben nach wie vor Telefonkontakt zu diesen und die berichten uns, dass sie einen Großteil des Ostens der Stadt zurückerobert haben von der IS. Auch den Hügel, den Sie hinter mir sehen, dort hatten die Terrormilizen der IS gestern Abend ihre schwarze Flagge gehisst. Diese Flagge wurde wieder entfernt. Geholfen hat den Kurden dabei offenbar die Luftwaffe der USA und ihre Verbündeten. Die haben in der letzten Nacht, und wir beobachten das bis zur Stunde, einige und zwar sehr zielgenaue Luftangriffe geflogen. Dabei ist eine Kommandozentrale der IS mitten in Kobani zerstört worden. Wohl auch einige Panzerstellungen und Artilleriestellungen und auch wichtige Nachschubwege und Munitionslager der IS. Das hat den Kurden geholfen, bis zur Minute die Stadt Kobani zu halten. Vielen Dank, Dietmar Schumann, für Ihre Einschätzungen. Ja, das Schicksal der Menschen in und um die kurdische Stadt Kobani bewegt viele weltweit. Vor allem natürlich die Kurden. Aus Protest gegen die Politik der türkischen Regierung sind Zehntausende, vor allem im Südosten des Landes, auf die Straße gegangen. Dabei kam es vielerorts zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei. Auch in der Kurdenhochburg Diyarbakir. 14 Menschen wurden in der Nacht bei den Krawallen getötet. Ausschreitungen und über 20 Verletzte gab es auch in Hamburg, wo sich militante Salafisten den kurdischen Demonstranten in den Weg stellten. Und auch im niedersächsischen Celle gab es Unruhen. Da musste die Polizei aufgebrachte kurdische Jesiden und tschetschenische Islamisten voneinander trennen.